Ich bin Leon Doppenthaler, ich bin 18, ich bin im vierten Lehrjahr als Metallbauer und arbeite bei Wern und Lehmann. Besonders bei unserer Bude macht mein Beruf spannend die Abwechslung, weil es ist jetzt nicht so, dass ich einfach wochenlang nur am Geländer schweissen bin oder einfach immer die gleichen wiederholenden Arbeiten mache, sondern es ist wirklich, wir machen so viel Verschiedenes mit verschiedenen Materialien und dann kommt noch Montage und alles dazu. Das ganze Wissen über die verschiedenen Materialien und die Wärmeausdehnung, das so durch das Chromstahl und Kupfer nicht verdreht und. Das ist also enorm, was man hier alles lernt. Also ich bin Julia, ich komme von Solothurn. Ich gehe jetzt noch in die 8. Klasse, komme jetzt nach der Sommerferie in die 9. Und ich bin Schnupper als Metallbauerin bei Wern und Lehmann. Mein erster Eindruck ist eigentlich sehr gut, da man Hilfe bekommt, wenn man eine Frage hat und auch die Frage korrekt beantwortet. Ich habe einen Schlüssel gebaut, also vorhin, und am ersten kann ich einen Winkel machen. Und jetzt bin ich am dritten Projekt. Es hat einen Plan gegeben, ja, und manchmal war er nicht gerade einfach zu lesen, aber man versteht ihn. Mit Metall zu arbeiten ist für mich ein sehr schönes Gefühl, da ich es schon aus der Schule kennt. Und deshalb habe ich mich auch für die Metallbranche entschieden. Ich bin Timo Hartmann und bin hier bei Wern und Lehmann im 2. Lehrjahr. Der Beruf macht es spannend, weil man hat viel Abwechslung hat. Man kann auf Montage gehen, man ist in der Werkstatt und man hat viele verschiedene Objekte, die man herstellt. Das Spannende an der Montage ist, man sieht am Schluss das Ergebnis, wie es aussieht und wie alles zusammenpasst. Ja, ich will die Lehre abschließen und dann, je nachdem noch den Metallbauzeichner anhängen. Der Tagesablauf eines Lehrenden sieht so aus, ist je nachdem, was für Arbeiten da sind, eben ist viel Montage rum, wo der Lehrende dann mit einem Ausgelernten zusammen auf eine Baustelle geht. Entweder Grossbaustelle oder zum Privatkundheim, was halt vier Hände braucht, um die Konstruktion zu montieren. Oder eben, wir haben viele kleine Arbeiten, wo der Lernende das Ganze eigentlich selbstständig machen kann. Auf das legen wir auch ziemlich viel Wert. Der Nachwuchs ist sehr wichtig für uns. Einerseits, weil wir wirklich gerne in Nachwuchs investieren, dass auch die Branche, dass es auch weiterhin Fachleute hat in der Branche. Und Einerseits kann man jammern über fehlende Fachleute oder man kann dort Energie einsetzen und eben Fachleute ausbilden. Für uns ist es sehr wichtig, weil wir bleiben selber auch jung dabei, weil die Jungen kommen mit neuen Ideen. Es kann manchmal auch herausfordernd sein, es kann lustig sein. Und das behaltet uns selber als Firma, aber auch als Familie behaltet uns das jung. Unser Unternehmen steht für kundenorientiert Aufträge ausführen. Wir produzieren Lösungen auf Kundenwünsche produzieren. Wenn Kunden zu uns kommen und ihre Wünsche anbringen, versuchen wir das probieren umzusetzen. Also wir machen nicht Serienproduktion, sondern wir machen Einzelanfertigungen im gesamten Metallbaubereich. Einfache Geländer bis zu komplexen Wintergärten machen wir alles selber. Wir verarbeiten Stahl, verarbeiten, Aluminium, verarbeiten, Chromstahl. Verarbeiten. Und das ist eigentlich das, was uns auszeichnet. Also wir spezialisieren nicht uns spezialisieren auf etwas, sondern unsere Spezialität ist die Vielseitigkeit. Für mich als Unternehmer sind die schönsten Projekte, wenn wir dürfen einen schönen Wintergartenanbau machen, einen speziellen Wintergartenanbau, etwas, das nicht 0815 ist, etwas, das nicht ab der Stange ist, wo der Kunde sehr individuell Wünsche anbringen kann, die wir versuchen umzusetzen. Und das sind so die Sachen, wenn man wirklich mit dem Kunden zusammen etwas entwickeln kann, wo am Schluss beide zusammen Freude haben.